Hallo Welt, da sind wir wieder in unserem Vault 123. Ja, und wir schauen uns jetzt mal an, wer da wohl angelockt wurde. Donna Brooks wurde angelockt und sie bringt uns etwas mit. Sie bringt uns Stärke mit, Wahrnehmung, Charisma, Beweglichkeit und Glück. Und das alles in einem Paket. Naja, aber alles auf Stufe 2, das ist ja nicht viel. Wir stecken sie erstmal unten in den Lagerraum. Wir lagern sie erstmal. Ha, Flashy und Corky sind schon da. So schnell. Und wir haben noch jemanden angelockt, liebe Welt da draußen. Linda Green. Sie ist gar nicht grün. Linda Green kommt zu uns in den Bunker. Und sie bringt uns mit Stärke, Ausdauer, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück. Und das alles in einem Paket. Auf Stufe 1 ist sie, damit darf sie erstmal abgestellt werden im Lager. Das Lager ist... Wo? Das Lager ist... Hier. So, rein mit ihr. Oh, Moment mal, hier unten... Donna Brooks? Nein, sie gehört ins Lager, nicht da unten hin. Moment mal, wo ist unser Vault-Promi? Sie hat sich noch gar nicht umgezogen. Nancy Pratt. Und wo ist... Ach, der ist jetzt oben. Ja, dann muss er runter. Wir können ja nicht von ihr verlangen, dass sie so durch den halben Vault rennt. So angezogen. Und wo ist er? Hier ist Bruce Johnson. Ja, dann mal viel Spaß. Und gebt euch mal Mühe. Wir warten auf einen Knaben. Ja. Was? Der mysteriöse Fremde. Ja, den werden wir aber hier bei der Größe des Walls wohl kaum finden. Also wenn man 2, 3 Räume hat, dann geht's vielleicht verkaufen oder zerstören wir irgendwann mal alle Räume. Bis auf 2 und dann finden wir ihn schnell, glaube ich. Geht das denn überhaupt noch? Das geht, glaube ich, gar nicht mehr. Wir haben zu viele Bewohner und alles. Oh, nein! Das war so gar nicht gemeint. Aha. Er geizt ganz schön rum mit seiner Nuka-Cola Quantum. Ja, dann. Wo? Moment mal. Ich wollte mal gucken. Tanzen die denn eigentlich hier unten? Ja, sie tanzen. Der Himmel will wissen, wann du wieder nach Hause kommst. Bruce und Nancy hier. Jawohl! Ja, dann lassen wir sie mal turteln weiter. Oder schon ganz andere Sachen machen. Oh. Wer verlässt den Vault? Ach so, Flashy und Corky. Dann haben wir noch eines, was wir machen können, liebe Welt da draußen. Wir können nichts machen. Wir können ein Team nochmal losschicken. Doch. Ein Team können wir nochmal losschicken. Und zwar, was können wir da machen? Was schwebt uns davor? Oh, ja. Da haben wir ja einiges zur Auswahl. Was ist denn länger hier? 15. Suche nach Robinsons Trikot. Oh. Perception 5 brauchen wir wenigstens dafür. Das ist eine lange Questreihe. Nein. Dann gucken wir anders. Wie lange dauert das denn? 16 Stunden? Nein. Einen Tag? Ein Siedler in Not? Nein. 2 Stunden? Nein. Tierrettung vielleicht? Ja, vielleicht. Oh, Stufe 50 müssen da alle sein. Ah, nein. Ich dachte, wir nehmen irgendwas Einfaches.
und schicken da ein Zweierteam mal hin. Moment. Moment. Fons Vivos, glaube ich, wird es sein. Oder hier ist doch noch was Einfacheres. Die postapokalyptischen Reiter Teil 1 von 6. Ja, das könnten wir zum Beispiel machen. Ja, das könnte klappen. Hoffentlich reicht das, wenn wir zwei Leute dorthin schicken. Obwohl Bruce Johnson müsste auch schon wieder fit sein, meine ich. Rette die Wissenschaftler vor den Red Kakerlaken, die sie untersucht haben. Eine Stunde dauert das Ganze. Belohnungen. Wir bekommen einen Laborkittel dafür und ein Mikroskop und einen Bauplan. Voraussetzungen sind Stufe 15 und eine Waffe, die 5 und mehr Schaden anrichtet. Oder wir sparen uns diese Questreihe auf für die Leute, die noch nicht so hoch geskillt sind, damit sie dann skillen. Ach Quatsch. Wir schicken auf Quests immer die Besten raus, oder? Dann geht's doch schneller. Wenn es schneller geht, schaffen wir vielleicht mal 2 Quests in einer Folge. Red. Radikale Maßnahmen. Wir haben einen Notruf aus einem Forschungslabor in der Nähe erhalten, in dem Red Kakerlaken untersucht werden. Diebe haben alle Strahlenschutzanzüge gestohlen und die Red Kakerlaken freigelassen, um entkommen zu können. Nun stecken die Wissenschaftler in Schwierigkeiten und haben um Hilfe gebeten. Und wer pausiert? Sean Allen pausiert. Und Patrick Cox pausiert. Bruce Johnson ist gerade, der hat die Augen zu. Er ist in der Residenz. Er fühlt sich wohl da unten. Normalerweise beim letzten Mal war der doch so schnell. Normalerweise müsste er ja schon fertig sein. Ach, dann schicken wir wen anders mit. Wen haben wir denn da? Moment. Mit guten Attributen. Und was hätten wir denn gerne dabei? Intelligenz ist immer gut unterwegs. Olivia Barton könnten wir doch mal mitschicken. Das geht doch ganz schnell. Aber sie ist jetzt gerade nicht so gut. Gesundheitlich geht sie gerade nicht ganz so gut. Laura Murray. Ja, die hat ja eigentlich fast auch alles, was sie braucht dafür. Ja, in den Kraftwerken sind einige noch nicht so gut ausgebildet. Sollen wir Olivia Barton doch mal mitschicken? Sie hat auch eine ziemlich gute Waffe. Ja, ach komm, da wird schon nichts passieren, oder? Wird nochmal was angreifen hier? Nein, bestimmt nicht. Heute bestimmt nicht. Heute kommen ja so gut wie gar keine Angriffe. Ja, so sieht das doch gut aus. Als Haustier. Mighty Ray kann sie da... Nein, der ist schon dabei. Oh ja, Leo. Leo kann sie mitbekommen. Und wir beginnen die Quest. Ist alles richtig so? Alles richtig eingestellt? Jawohl. Und los. Ein Feuer. Oh nein. Schützt das Kind. Ist das Kind denn schon fertig? Ja, das Kind ist, naja, noch nicht ganz fertig, aber bereit, fertig zu werden. Moment, 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 Moment. Bruce Johnson kann Charisma. Kann er machen. Da schicken wir ihn aber hier nach oben. Ist das wirklich alles, was ihm noch fehlt? Ich dachte, ihm fehlen noch 2 Sachen. Wo ist er denn jetzt hin? Da läuft er rum. Oh nein, der hat irgendwen hier unten vertrieben. Natürlich ist er da schon maximal aufgestiegen. Intelligenz bräuchte er. Oh, hey, Intelligenz braucht er sowieso. Moment, wir machen das anders. Nochmal rauf mit ihm.
gegen wen auch immer er jetzt ausgetauscht wird, er wird gegen jemanden ausgetauscht. Was hat denn da gerade angegriffen? Ach so, ein Feuer. Ein Feuer hat sich breit gemacht. Intelligenz, sagte ich. Dann darf er auch nach oben hier in die Akademie. Ich bin gespannt, wer Platz macht. Catherine J. Allen S. Na gut. Ach, die wäre ja fast fertig gewesen mit Intelligenz. Sehr schade. Och, das lässt sich jetzt aber auch nicht vermeiden, dass das mal, das kann ja mal vorkommen. Und Nancy Pratt kann ja wieder ins Waffenzentrum hier, ins Waffenherstellungslager, ins Waffen, wie heißt das eigentlich? Waffendrachenmaul. Nein, die Waffenfabrik hier, da kann sie wieder rein. Ist da noch ein Platz frei? Wir hätten da noch jemanden. Oh, Catherine J. Allen S. hat sogar richtig Stärke. Da haben wir aber hier noch einen Platz frei. Das dauert immer noch 5 Tage. Wie lange denn noch für diese Powerrüstung? Hm. Na, das wird schon. Jetzt macht aber niemand mehr Urlaub, oder? Alle sind am Erkunden. Also gut, ja, sieht gut aus. Wir gucken nochmal nach dem Status hier, wie lange das noch dauert bei unseren Leuten. Oh Gott, ich sehe 7, ja, kann man sagen 8 Stunden. Irgendetwas dauert doch sicherlich länger. 8 Stunden und 11 Minuten hier. Moment, was war denn das? Im Sportcenter Agility wird dort ausgebildet. Beweglichkeit, 8 Stunden und 11 Minuten. 11 Stunden in der Akademie, Christine King. 11 Stunden und 5 Minuten. Ja, 11 Stunden und 5 Minuten auch hier im Fitnesscenter. Und 11,5 Stunden sogar. Also fast 12 Stunden. Denise Bishop im Waffenzentrum. Sie wäre dann aber auch fertig mit Perception, oder? Ja, das müsste der letzte Schritt sein eigentlich. Also sagen wir mal 12 Stunden. Aha. Okay. Dann warten wir 12 Stunden. Wenigstens, wahrscheinlich ein bisschen länger. Da können wir ja mal schlafen gehen. Bis zur nächsten Aufnahmesitzung dann. Gibt es denn sonst noch etwas? Ja gut, die Teams werden dann ja alle da sein, alle angekommen sein. Oder sollen wir das eine Team hier noch zurückrufen? Ja, ich glaube fast ja. Wir haben im Moment ein paar Nuka-Cola Quantums und ich finde 2 Nuka-Cola Quantum für 12 Stunden. Also wir schicken die dann gleich wieder raus. Nein, Moment mal. Die sollten glücklicher werden. Egal, wir rufen sie zurück. Oh, gut, dass wir ein bisschen gewartet haben. Jetzt nur noch eine Nuka-Cola Quantum. Sehr schön. Ja dann, schnell zurück mit euch. Oh, wo stecken wir euch denn jetzt hin, damit ihr glücklicher werdet? Ihr habt etwas gefunden. Ein Bewohner hat ein Rezept gefunden. Autumns Uniform. Stärke 2, Perception 2, Endurance 2 und Charisma 1 bringt uns diese Uniform. Da haben wir nochmal den Alien Blaster. Den hatten wir doch schon, meine ich, oder? 18 bis 19. Schaden richtet es an, das Teil. Oh, hey, das wusste ich gar nicht. Ein Bewohner hat ein Rezeptfragment gefunden für die Institutsbaracke. Und ich wusste gar nicht, dass wir die Institutsbaracke noch gar nicht voll haben. Dann sammeln wir das mal. Und sogar ein zweites wurde noch gefunden, auch für die Institutsbaracke. Wie schön. So.
So, dann schauen wir uns mal an, wer jetzt Kaffee pausiert. Wer jetzt eine Kaffeepause macht. Was können Sie denn alles? Jeder, also Amanda Cox-Scott wäre zufrieden mit Perception. Da stecken wir sie jetzt rein. Sie fährt gerade nach unten. Das heißt, wir stecken sie hier in die Wasseraufbereitung. Schwupp. Da wird es ihr bald schon wieder besser gehen. Und Albert Robinson hat keine Perception leider. Die hätte ich nämlich ganz gerne alle in einem Raum, damit wir sie nachher schnell wiederfinden. Aber Intelligenz hätte er anzubieten. Ja. Reißen wir das Team mal ein wenig auseinander. Intelligenz, da können wir doch was tun. Da wird er sich wohlfühlen. Im Krankenhaus oder hier unten im Forschungslabor. Ich bin für Krankenhaus. Und rein mit ihm. Dann haben wir hier noch jemanden. Jonathan Campbell hat Stärke, bringt er mit. Intelligenz allerdings auch und Glück. Wir stecken ihn dennoch mal in... Genau, er steht schon da. Wir stecken ihn aber nicht hier oben rein, oder? Nein. Wir stecken ihn, ja, hier zum Beispiel rein. Oder Moment, hier ist noch niemand. Okay, dann hier. In das Kraftwerk also. Und was habe ich gesehen? Da ist jemand aufgestiegen. So schnell. Und wir sind am Ende der Folge. Ja, damit bedanke ich mich dann für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.